Ich habe gehört, hier soll es die besten Lebensmittel im ganzen Sakira-Bezirk geben. So, so. Falsch gehört. Hier gibt es die besten Lebensmittel auf der ganzen Citadel. Aha. Kann ich mit dem Typen reden? Kann ich hier mit irgendjemandem reden? Schön. Ich brauche nur ein paar Gewürze. Amino, rechts und links. Ja. Falls Sie das führen. Roman Ascension. Der beliebte militärhistorische Roman Ascension von der... Wozu braucht man sowas? Na egal, es kostet nur 5 Credits. Ich kaufe das jetzt einfach mal. So! Ich war shoppen! Ja, das ist, durch das, die Citadel aus Mass Effect 2, zumindest der Teil, den ihr in Mass Effect 2 betreten könnt. Und, werden mal ein bisschen ins Imm gucken. Hier. Oh, was ist denn hier? Gebrauchtschiffhändler. Hallo. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Danke, ich habe schon ein geiles Schiff. Hallo, Koch. Irashimas. Okay. Hört sich an, als wärst du irgendwie japanischer Herkunft. Saronis Applications. Da gehen wir nochmal rein. Rinder! Oh, hallo? Willkommen bei Saronis Applications. Hallo! Interessieren Sie sich... Oh, Shepard! Kennen wir uns? So ist es. Nein, aber ich kenne Sie. Selbst ein seniler Hanna erinnert sich an den Menschen, der die Geth zurückgeschlagen hat. Ich dachte, Sie wären tot. Nope. Ja, das kriege ich oft zu hören. Bitte, sehen Sie sich nur um. Es ist eine Freude, Sie bei uns zu haben. Sie sollten mir Rabatt geben. Ne, komm. Wissen Sie, ich benutze bei meiner Arbeit ganz schön viel Software. Es ist eine Schande, dass kaum jemand Ahnung von seinem eigenen Equipment hat, sobald es über das eindeutige Draufklicken und Hinfliegen im Navigationsinterface hinausgeht. Sie würden nicht glauben, wie oft ich höre, warum wendet das Schiff? Wir haben doch erst die Hälfte des Weges hinter uns. Oh doch, das glaube ich. Wissen Sie, ich mag Ihre Produkte. Interessiert an einer Empfehlung durch den Menschen, der Saren besiegt hat? Ich wäre entzückt, aber ich könnte es mir vermutlich nicht leisten, Sie dafür zu bezahlen. Nur keine Sorge. Wir könnten doch einfach einen Preisnachlass vereinbaren. Oh ja. Unbedingt. Sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Das ist großartig. Ich werde es sofort bearbeiten und verwenden. Vielen Dank. Sehr schön. Nee. Boah, das ist ja trotzdem voll teuer. Wo ist mein Rabatt? Oh, das ist aber auch ziemlich gut. Das könnte nützlich sein. Ja, das könnte es wohl. So, oh, jetzt habe ich richtig viel Credits rausgehauen. Muss ich erstmal wieder ein bisschen was verdienen, ne? So, wie auch immer, ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine der Quests. Kann ich ja auch laufen? Ja, ich möchte gerne laufen, bitte. Welche machen wir zuerst? Die von Garrus oder die von Thane? Machen wir erstmal die von Thane, oder? Thane, der Kleine. Das war ja irgendwas mit seinem Sohn gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ach genau, sein Sohn hat hier so einen Auftragskiller-Job angenommen. Hallo, Mister. Ja? Ich suche... Ah, Thanes Sohn. Mein Partner will seinen Sohn finden. Wir vermuten, dass ein Krimineller von hier ihn angeheuert hat. Dürfte kein Problem sein. Es gibt hier nicht viele Drell. Na dann? Da haben wir es ja schon. Einer meiner Leute hat kürzlich einen Drell gesehen. Und er hat mit Maus gesprochen. Interessant. Maus? Ein Kleinkrimineller. Vermutlich hat nicht er ihren Jungen angeheuert. Er ist eher ein Bote. War früher eine Schachtratte. Und erledigt alles, wenn er dafür bezahlt wird. Okay. Ich habe genug gehört. In der Tat. Maus ist meistens oben vor dem Darkstar. Ein öffentlicher Com-Terminal ist sein Büro. Sieht aus, als sei ihr Junge mit den falschen Leuten unterwegs. Ja, sehe ich auch so. Wenn Maus ihn nicht direkt zu ihrem Sohn bringen kann, weiß er zumindest, wer es kann. Und wenn nötig, kann ich auch noch helfen. Dann beeilen wir uns mal besser. Oh ja. Sie haben ihm nicht gesagt, dass Colliard ein Attentat plant. Hallo? Wir werden ihn aufhalten, bevor es dazu kommt, oder nicht? Doch, sicher. Danke, Shepard. Dafür nicht. So, er hat gesagt, in den oberen Stockwerken. Da drüben kam ich ja nun... Ah, hier komme ich nach oben. Sehr gut. Ich hoffe, das ist hier auch richtig.
Besuchen Sie Citadel Souvenirs. Solar Electronics. Oh ja, das Cocktailglas, das verheißt schon Gutes, zumindest für alle möglichen Clubgänger. Da sehe ich doch schon was. Darkstar, da ist es. Ja, echt ist. Galaxy of Fantasy ausprobiert? Ich liebe dieses Spiel. Die Story basiert auf der turianischen Mythologie, aber es macht wirklich Spaß. Soll angeblich mittlerweile 11 Milliarden Spieler haben. Geil. Das nenne ich mal ein MMO, ey. 11 Milliarden Spieler, leck mich am Arsch. Das ist doch geil. So, jetzt gehen wir in diesen geilen Club. Alter, sowas will ich auch haben. Einfach so für zu Hause so eine coole Wand mit so einem coolen Shit da. Naja, ihr wisst schon. Ihr wisst schon, was ich meine. Brandy. Ah. Cerise Eisbrandy. Hier, meine Schiffsärztin wollte ihn noch haben. Die gute Chakwas. Hallo, Barmann. Was darf sein? Ein Drink, bitte. Ich will das Stärkste, das Sie haben. Kein Problem. Oh, ob das so eine gute Idee war? Schon wieder ein Drink aus dem Röhrchen. Es ist grün. Es ist grün? Ja. Und haut sie garantiert um. Außer sie haben Dextro-DNS wie ich. Dann sind sie ganz tot. Na dann, runter damit. Noch etwas? Ja, gibt's nur was Neues? Irgendetwas Interessantes gehört, was hier so abgeht? Ich serviere Drinks. Wenn Sie wissen wollen, was abgeht, schalten Sie die Nachrichten ein. Ich weiß wirklich nicht, warum die Menschen mich das immer wieder fragen. Momentan will ich nichts. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie sich's anders überlegen. Ja, es ist nun mal so, wenn jemand an der Bar steht, dann fragt man den halt. Oh, kann ich hier wieder tanzen? Bitte, 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 bitte. Hier muss es doch irgendwo einen Ort geben, wo ich tanzen kann. Kann ich bitte, warte mal, da ist doch was. Tänzerin, tanzen? Auf jeden Fall. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Schabba tanzt immer so geil und lustlos, das ist der Wahnsinn. Galaktische Nachrichten, was ist hier? Hier ist nix. So, mir wurde gesagt, irgendein Terminal. Im Darkstar, beim Darkstar, hier sind nur die... Die Pipi-Becken. Pipi. Oder war es vielleicht vorm Darkstar? Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so super genau zugehört. Eine Unart, ich weiß. Oh, das ist ja voll schön. Ja, die Zitadelle ist schon was Besonderes. Haben wir hier vielleicht was? Die Leute wollen ihre Geschichte hören, Shepard. Du! Kalisa bin Sinan al-Jilani, Westerlund News. Ich habe sie vor 2 Jahren interviewt, als sie ein Spectre wurde. Das hast du. Sie haben das Interview mittendrin abgebrochen. Viele Menschen haben sich gefragt, was der Rat wohl zu verbergen hat. Haben Sie eine Minute Zeit? Tut mir leid. Ich erinnere mich nicht. Ist mir auch egal. Aber die Leute erinnern sich an Sie, Shepard. Sie sind zurück. Sie sind eine Nachricht. Ich will nur Ihre Geschichte hören. Okay. Es heißt, Sie wären während der Schlacht um die Citadel im Herzen des Präsidiums gewesen. Man kann sagen, der Ablauf des Kampfes hing von Ihren Worten ab. Demnach haben Sie Admiral Hackett gesagt, er soll die Destiny Ascension im Stich lassen und fast 10.000 Leben opfern. Ich habe genug von Ihren unredlichen Behauptungen. Aber echt mal. Das hätte ich schon bei unserem ersten Treffen tun sollen. Allerdings. Miststück! Ich werde dafür sorgen, dass jeder in der Allianz das erkennt. Video prüfen. Haben wir es drauf? Gut. Alter, hat die jetzt so ein... Hat jetzt ein blaues Auge? Das hat die auch verdient, diese hässliche Hure. So, wo ist denn jetzt dieser Maus? Warte mal, wir können doch... Ja, geil, dass mir das überhaupt nichts gebracht hat. Galaktische Nachrichten... Galaktisches Ausmaß an Avina, nee, komm. Ach, da ist er ja. Hey, kann ich besorgen, kein Problem. Hallo? Ja, na klar, ich kann Ihnen heute noch 2 Kisten besorgen. Sind Sie Maus? Was wollen Sie? Oh, scheiße. Kurios? Ich dachte, Sie wären im Ruhestand. Falsch gedacht. Commander Shepard, ich dachte, Sie wären tot. Was wollen Sie von mir? Maul halten, Maus. Sie können sich gleich eine neue Hose anziehen. Wir brauchen ein paar Antworten von Ihnen. Schubs ihn, ja. Meine Auftraggeber...
Sehen Sie, ich kann nicht einfach jedem Fragen beantworten. Aber mir schon. Sie haben einem anderen Drell Anweisungen für ein Attentat gegeben. Wer ist die Zielperson? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gefragt, denn die Leute, für die ich arbeite... Für sowas haben wir keine Zeit. Richtig. Ah! Oh Gott. Thane, helfen Sie mir. Helfen Sie mir, Maus. Irgendwo da draußen in der Dunkelheit ist mein Sohn. Deshalb habe ich ihm den Job ja besorgt. Ich dachte, das wäre in Ihrem Sinne. Bitte. Erklären Sie das. Er kam zu mir und sagte, dass er Arbeit sucht. Er hatte ein Foto von mir. Das Sie gemacht haben, Krios. Ich hab's dann verbreitet, über Ihre alten Kontakte. Und Elias wollte ihn anheuern, Elias Callum. Mhm. Gut. Ja, jetzt tu mal nicht so, wir haben dich nur ein bisschen geschubst. Oh, ich bin verletzt. Sie haben sich gerade jede Menge Schmerzen erspart, junger Mann. Ja, sicher. Aber wenn Callum davon erfährt, war's das für mich. Und ich kann nichts dagegen tun, außer mich zu verstecken. Krios, wenn Ihnen irgendwas an mir liegt, dann verpassen Sie Callum eine Kugel, bevor Sie wieder gehen. Das können wir sicherlich einrichten. Alles gut? Das war bestimmt nicht leicht. Maus wusste mehr über mein Leben als Kolliard. Er grinst mich an, mit kaputten Zähnen und aufgeschlagenen Knien, die nackten Füße völlig schwarz. Er hat keine Zukunft und sieht zu mir auf. Er vergöttert die mickrigen Geschenke, die ich ihm gebe. Ich war der Einzige, der ihm damals Halt gegeben hat. Trotzdem habe ich ihn verlassen. Genau wie ich Kolliard verlassen habe. Sie dürfen sich nicht die Schuld geben. Wer soll es dann tun? Wir müssen mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben, Shepard. Das müssten Sie doch am besten wissen. Gehen wir zurück zu Bailey. Jo, das ist natürlich ein bisschen kacke alles. Nun ja. Aber keine Sorge, wir werden seinen Sohn da von irgendwelchen Dummheiten abhalten. Und dann wird alles gut werden. Dessen bin ich mir vollkommen sicher. Hallo, Bailey. Ja? Können wir über den Sohn meines Partners reden? Ja. Haben Sie mit Maus gesprochen? Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem man zusammenarbeitet? Elias Callum. Jupp. Callum? Scheiße. Also, das ist jetzt peinlich. Wieso? Callum und ich haben ein Abkommen. Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit. Und ich ignoriere ihn dafür. Du lässt dich also bestechen, du Arsch. Er bezahlt sie also. Bisher wollten sie uns helfen. Wie sieht's jetzt aus? Ist es zu unbequem geworden? Ich habe meine Hilfe zugesagt. Es ist nur... Es wird Probleme geben, wenn ich einen Fehler mache. Er und ich... Wir geben uns gegenseitig Freiraum. Um den Frieden zu halten. Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in ein privates Zimmer. Dort können sie ihn selbst verhören. Ich bleibe außer Sichtweite. Mit etwas Glück wird Callum glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Na gut. Ich muss einige Vorbereitungen treffen. Wir machen das, sobald ich zurück bin. In Ordnung. Kommen Sie wieder, bevor ich die Nerven verliere. Ich muss verrückt sein. Ist doch verrückt, dass du dich auf so eine Scheiße einlässt, mein Freund. Behördzimmer, Zutritt verweigert. Ja, aber ich würde sagen, wir sind eigentlich bereit dafür, ne? Ja. Können wir weitermachen? Können wir über den Sohn meines Partners... Sind Sie bereit, Callum zu verhören? Gut. Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Ach, also gegen solche bestechlichen... Keine Ahnung, was diese Leute darstellen. So eine Art Polizei oder sowas. Also das, da habe ich wirklich kein Verständnis oder Mitleid für. Wir haben Callum. Sagen Sie Bailey, wir sind soweit. Jetzt werden wir ihn verhören. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum.
Captain, sein Anwalt ist hier. Na toll. Ich wette, Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Keine Sorge, wir prügeln die Antworten schon aus ihm raus. Gemeinsam verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Sei du der gute Bulle. Reden Sie mit ihm. Appellieren Sie an seinen Selbsterhaltungstrieb. Falls nötig, werde ich die Schrauben etwas fester anziehen. Oh ja. In Ordnung. Ich werde so tun, als wäre ich auf seiner Seite. Aber wenn wir zu lange brauchen, kann Bailey Callums Anwalt nicht mehr aufhalten.